Ach ja, kannst du dich noch an letzte Woche erinnern, als wir zusammen eine Bombe entschärfen mussten, die dann aber explodiert ist, wodurch ich gestorben bin? Das war diese Woche. Außerdem hast du dich immer noch nicht bei mir bedankt. Wofür? Dafür, dass ich dich ins Leben zurückgeholt habe. Ich dachte, das wäre der Bär gewesen. Wenn ich dich gerettet hätte, hättest du als Gegenleistung mit mir ins Bett steigen müssen. Naja, das lässt sich ja noch nachholen. Er hat dich doch gar nicht gerettet, sondern ich. Indem ich das Game vernichtet habe, habe ich all seine Taten rückgängig gemacht und deswegen lebst du wieder. Soll das heißen, ich muss mit dir ins Bett? Nein. Gott sei Dank. Und mit dem Bär? Auch nicht. Oh. Auf jeden Fall war es letzte Woche. Diese Woche. Echt spannend. Aber unser heutiges Abenteuer ist doch auch aufregend. Welches Abenteuer? Klaas beim Chipsessen zuzugucken? Gib ruhig zu, dass dir gefällt, was du siehst. Was ist? In der Regel bring ich solche Sprüche, Kumpel. Ich verstehe nicht, was ihr meint. Normalerweise bezahlen die Leute mich dafür, dass sie mir beim Chipsessen zugucken dürfen. Wirklich? Nein. Sollten sie aber. Wieso lädst du mich zu sowas ein? Ich hab dich nicht eingeladen. Und Klaas auch nicht. Ihr seid ja beide einfach aufgetaucht. Immer wenn ich spüre, dass dort draußen jemand in Not ist, bin ich sofort zur Stelle. Das war so, ist so und wird immer so sein. Wisst ihr was? Das erinnert mich hier alles an die Anfangsszene von Twilight Zone. Du meinst den Film, der auf der Serie basiert? Ja, genau. Wo die beiden Typen im Auto sitzen und... Nein, das hier ist überhaupt nicht wie in Twilight Zone. Schade. Das wäre eine tolle Überleitung geworden. Überleitung worauf? Willst du mal was Gruseliges sehen? Nein. Dreh dich um. Und wenn ich jetzt sage, dann darfst du wieder herkommen. Ja, was willst du machen? Dir die Augen wieder hochklappen? Besser. Was ist jetzt? Okay, bin soweit. Beeindruckt mich nicht. Marco! Was zur Hölle machst du hier mitten in der Nacht? Mario Kart spielen. Ah, so. Ich hab geträumt, du wärst ein Monster und wolltest mich fressen. Ich bin doch auch ein Monster. Ach, stimmt ja, seit du aus der Hölle zurück bist. Aber du würdest mich ja nicht fressen. Nein, das würde ich nicht. Noch nicht. Gute Nachrichten, Freunde. Hitler lebt wieder. Anscheinend hat er sich und seine ganze Familie nicht umgebracht. Die haben nur so ein okkultes Spiel gespielt, das jetzt vernichtet wurde. Und jetzt leben die alle wieder. Wieso sind das denn gute Nachrichten?